Ja, hallo Freunde und recht herzlich willkommen zu einem neuen Projekt Spider-Man 3. Ja, ich glaube, das bedarf erstmal einer genauen Erklärung. Ja, ihr wisst, ich bin eigentlich jemand, oder ich würde schon selbst von mir behaupten, dass ich mich im Bereich Videospiele auskenne. Ich kenne viele Spiele und ich weiß auch, wann ein Spiel gut ist und wann es nicht gut ist. Ich erkenne sowas schon irgendwie. Aber dieses Spiel hier, das ist eigentlich gar nicht mal so gut. Weil es ein Lizenzspiel ist. Und wir wissen ja alle, dass Lizenzspiele immer so ein bisschen ein heikles Thema sind. Und ich habe mir das Spiel mal vor einiger Zeit geholt. Das war es mindestens, ich glaube auch schon 3 Jahre oder so her. Weil damals ein Kumpel, was heißt ein Kumpel, den kennt ihr, den Andi. Der Andi, der hatte das früher. Für PlayStation 2 noch. Da dachten wir irgendwann so, ach komm, ich habe da auch Bock drauf. Ich hole mir das einfach. Und ich habe das Spiel auch gar nicht so schlecht in Erinnerung. Gameplay-technisch war das eigentlich ganz cool. Das hat schon Spaß gemacht. Und irgendwie habe ich da gerade voll Bock drauf. Ja, das Spiel sollte auch nicht so lang sein. Ich glaube, wir sind da in, wollte ich mich anstellen, unter 20 Parts durch. Ich habe mal meinen alten Spielstand angeguckt. Da habe ich 10 Stunden insgesamt. Und da habe ich noch sämtlichen Sidequest-Scheiß gemacht. Und deswegen sollen wir da eigentlich recht schnell durchkommen. Ja, ist auch schon 3 Jahre her, als ich es gespielt habe. Ich kann mich recht schlecht erinnern. Genau, bezüglich 100%. Das werde ich nicht machen, denn ich habe auch noch andere Dinge in meinem Leben vor. Ne? Muss man mal hier so Prioritäten setzen? Nee, aber ich werde einfach die Story-Mission strikt durchmachen, denn das Sidequest in dem Spiel ist wohl das Bescheuerste, was es gibt. Man muss in komplett New York, ja, das ist eine riesige Open World, die man hat, 100 Meteoritensplitter finden. Das ist genauso bescheuert wie dieses Raumschiff-Teile sammeln in GTA 5. Da muss man einfach quer finden, man hat keine Karte oder so, muss einfach, ja, rumlaufen. Da muss man nach dem Spiel noch so Spinnensymbole sammeln, muss noch irgendwie sämtlichen Scheiß erledigen und darauf habe ich dann echt keinen Bock. Das habe ich früher auch nie geschafft. Ich hätte mal gucken können, wie viel Prozent wir hatten. Ich glaube, ich hatte irgendwas so mit 70%. Das heißt, wenn wir das so, ich hatte auch schon einiges gefunden. Das heißt, wenn wir das durchspielen, kommen wir vielleicht nicht mal auf 50% vom Spiel. Mal gucken. So, ich glaube, das bedarf erstmal genug Erklärung. Das Spiel selbst. Muss ich jetzt überlegen, wann kam das raus? 2008 kam, glaube ich, der Film. Ich kann auch schon mal gleich sagen, ich bin nicht unbedingt der größte Spider-Man-Fan. Ich habe die alten Filme alle gesehen. Die alte Trilogie mit Tobey Maguire noch. Die fand ich alle eigentlich richtig cool. Vor allen Dingen waren die auch immer so ein bisschen tiefgründig. Haben halt so die Botschaft mit Verantwortung übernehmen und deswegen sind es auf jeden Fall schon gute Filme. Habe ich aber nie weiter über Spider-Man irgendwie informiert. Ich habe auch nie die Comics gelesen oder die neuen Filme da, diese Kackfilme mit Andrew Garfield habe ich auch nicht gesehen. Ja, ich sag Kackfilme, obwohl ich die nicht mal gesehen habe. Auch schön, auf jeden Fall, ja, die sollen ja auch nicht so gut sein, habe ich gehört, habe ich auch noch nicht gesehen und bin nicht traurig drum, dass ich sie noch nicht gesehen habe. Vielleicht guckt man sich die irgendwann mal an. So, Spider-Man 3 habe ich aber schon gesehen, das ist aber auch schon eine ganze Weile her. Das heißt, ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Deswegen müssen wir mal gucken, wie ich mich hier anstelle. So, ich glaube, es ist aber erstmal genug Erklärung. Ich würde sagen, wir drücken den Start-Button. Ich zocke übrigens, ja, die Wii-Version, wie ihr schon seht, die leider im Gegensatz zu. Wow. Wow, ist ein anderes Format. Okay, okay, das Spiel hat nicht ganz 16 zu 9 Bild. Ich werde das wahrscheinlich aber trotzdem auf 16 zu 9 strecken. Weil dafür jetzt so ein Randdesign, das ist echt so ein Funzelrand quasi. Das ist minimale schwarze Balken links und rechts. Wahrscheinlich ist das auch eigentlich 16 zu 9, ist nur ein bisschen zusammengequetscht. Deswegen mache ich das, ja. Ich spiele übrigens die leicht abgespeckte Wii-Version. Die PC, PS3 und Xbox-Version sind ein bisschen besser wohl. Ja, darauf werde ich dann gleich nochmal genauer eingehen. Aber naja. Ja. Ich glaube, das wäre erstmal so alles, was ich erklären kann. Ich spiele übrigens auch auf der Wii U. Activision. Für bessere Qualität. Und Activision ist doof, weil sie Call of Duty gemacht haben. So. Marvel. Ich glaube, der Sound ist übelst laut. Okay, wir sind schon im Startmenü. Was wollte ich noch für tolle Geschichten erzählen? Wii U, bessere Qualität, wobei das Spiel sowieso nicht so eine tolle Grafik hat, deswegen wird man das wahrscheinlich kaum sehen. Na gut. Ich habe eben schon mal ganz kurz angetestet. Wenn ich jetzt den Plusknopf drücke, geht es sofort los mit dem Spiel, weil halt kein Spielstand da ist. Wie gesagt, Wii U. Ich werde mal vielleicht zwischendurch meine Wii-Version mal kurz anspielen oder mal kurz gucken, wie viel Prozent ich da habe, um das dann zum Schluss zu vergleichen.
Wenn ich mal irgendwelche Meteoritensplitter sehe oder so, dann werde ich sie wahrscheinlich auch mitnehmen. Aber denkt jetzt bitte nicht, dass ich da alle suchen werde. Die Fotos hingegen, man kann jeden Gegner so, jede Gegnerart fotografieren. Da muss ich mal gucken. Das habe ich damals sogar geschafft. Allerdings auch so ein bisschen mit Farmen, sage ich mal. Muss mal gucken, inwiefern ich da Lust zu habe. Ich werde auf jeden Fall alle Bosse und sowas auf jeden Fall fotografieren, sodass ich halt im Zweifelsfall später noch sagen kann, yo, ich mach das. Ich glaube, es dauert sowieso noch ein bisschen, bis wir die Funktion freischalten mit Fotografieren. Coole Hintergrundmusik übrigens. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir fangen an und drücken den Plus-Knopf. Jo, wir den Speicher der Wii U und auf die Spielstände. Du spielst mit Wii U, du Arschloch. Jack ist hoch. Laden. Ich sollte erst nachsehen, ob jemand hier drin gefangen ist. Danach kann ich immer noch die Verantwortlichen suchen. Was ich übrigens ganz witzig finde. Sonst kommst du nicht vorbei, ja. Wir können laufen, ja, halt doch die Schnauze. Erstmal sie laufen. Yay. Wenn ich mich recht erinnere, startete der Film nicht so. Ist eine ganze Weile her, als ich Spider-Man 3 gesehen habe. Ich muss den vielleicht nochmal irgendwann im Verlauf dieses Let's Plays gucken. Aber ich weiß noch genau, dass das Spiel ein bisschen storytechnisch bescheuert war, weil das überhaupt so gar nicht den Film eigentlich behandelt. Wäre auch lustig, wie man umdreht, so einfach auf der Stelle. Das ist irgendwie so kaum den eigentlichen Film behandelt, nur so die letzten Missionen dann sind plötzlich Film. Ansonsten wurde da ziemlich viel zugedichtet. Deswegen, naja. Gut, wir springen übrigens mit Z, das ist ein bisschen ungewohnt. Muss ich. Kann öfter passieren, dass ich auch so den A drücke oder so. Je nachdem, wie lange wir gedrückt halten, springen wir auch höher. Durch Schritte in der Wii mit der Wii-Mode können wir ein bisschen kloppen. Bam! Bam! Vierer Kombo! Mit A können wir so einen Megaschlag ausführen. Wischu! Die gerade schon. Im Wahnsinn nennt man das Misshandlung und Körperverletzung. Hier heißt es Nahkampf und es macht einfach Spaß. Na los, vermöble die bösen Jungs. Ich erinnere mich aber noch, dass die. Leg sie ab wie schlechte Gewohnheiten. Koch sie mit schnellen Angriffen weich und mach sie mit einem schweren Schlag blatt. Bam, 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 bam. Ich erinnere mich aber noch, dass die Kommentare von diesen Typen immer ganz lustig waren. Mit schnellen getrennten Bewegungen mit der Wii-Fernbedienung kannst du Angriffskombos machen. Du kannst deine Kombos auch mit einem schweren Angriff abschließen, indem du die Wii-Fernbedienung und das Nunchuck gleichzeitig schnell nach unten bewegst. Und warum seid ihr bei mir nun schon wieder? Wie jetzt? Da passiert gerade recht viel. Recht wenig. Achso. Ach stimmt, da kann man ja noch so. Jui! Authentische Linkrolle machen. Achso, okay. Ich kann die Alternative auch so machen mit Schütteln. Das ist doch Quatsch. Nehme ich mir A. Die Kamera drehen war dem Spiel auch ziemlich bescheuert. Mit C können wir so anvisieren nach hinten. Wenn wir C gedrückt halten, dann so das Nunchuck drehen. Neigen können wir die Kamera drehen. Ganz komisch. Da gibt's noch mehr. Steuerkreuz. Bin ich gerade. Ich habe gerade irgendwie ausgewichen, obwohl ich das Steuerkreuz gedrückt habe, wo eigentlich nichts passiert. Plus natürlich Menü. Ui. Eins weiß gar nichts. Okay. Das heißt, wir gehen weiter. Ganz klassisch. Okay, der Sound ist viel zu laut. Ich muss mal gucken, ob ich das im Renderprogramm dann leiser kriege. Sieh dir diesen Ort an. Im Zack. Ernst. Du sollst ihn dir ansehen. Bewege die Kamera, indem du Kamera hältst und das Nunchuck neigst. Ah ja, C für Kamera. Ja, wenn du meinst. Meinetwegen. So muss ich jetzt. Ach, da muss ich lang. Ja, ist ja gut. Maria, ui. Bist jetzt glücklich? Mir gefällt, was sie hier draus gemacht haben. Was ich aber schön finde, dass sie die Originalstimme aus dem Film genommen haben. Ist doch, glaube ich, ne? Mit unserem guten Toby. Maguire. Was wäre Spider-Man ohne seine Spinnen? Stimmt. Stimmt, mit B können wir auch noch. Er wäre Man. Deshalb bist du hier, Man. Um Man 3 zu spielen? Glaub ich dir nicht. Also los, krabble diese Wand hinauf. Du weißt schon, wie Spider-Man. Okay, die Kommentare sind wirklich witzig. Na gut. Ich stimme gerne mit genau, mit B können wir hier langlaufen.
glaube, es ging auch im Sprung. Moment, wenn ich jetzt so schön hier ranspringe und... falscher Knopf. Springe und B drücke. Ja. Später können wir noch coole Kombos uns freischalten. Das wird noch ganz witzig. Ja. Ich glaube, mit B können wir noch im Kampf so komische Netze verschießen. Ich glaube, man kann später noch auswählen, welche man schießen wollte. Oder was? Nee, es war bei dem anderen Spider-Man-Spiel. Ich habe nämlich kein anderes, aber Andy hat noch, wie hieß denn das noch? Freund oder Feind, so hieß das. Auch so ein ganz witziges Two-Player-Game. Das wäre mal eine voll die lustige Idee für so ein Together einfach. Das war dem im Hinterkopf. Naja, je nachdem, wie das Projekt hier ankommt. So, besiege die Haarbomber. Spider-Man. Er darf die Pläne des Bosses nicht vereiteln. Stimmt, die kann man so ohnmächtig machen damit. Wie schnell böse Jungs sein Ups, können. Warte, Knopf. Frage deinen Arzt oder Apotheker nach Netzklatschern, die laut Labortests böse Jungs um 80% verlangsamen. Bam! Netzklatscher eignen sich nicht für jeden. Zu den Risiken und Nebenwirkungen zählen Kopfschmerzen, Übelkeit und Durchfall. Diese Jungs sind respektlos. Steh nicht rum und lass sie dich angreifen. Weiche ihren Angriffen aus und zeig ihnen dann, was Spinnen drauf haben. Stimmt, das war total bescheuert, weil die Spinnen sind. Das habe ich immer nicht gecheckt. Genau. Das wird doch irgendwie so voll. Dann hat es immer so irgendwie gemacht. Und da muss man irgendwas einsetzen. Aber ich habe nie verstanden, wie das geht. Ja, das habe ich schon rausgefunden. Total bescheuert. Genau. Kann ich irgendwas mit dem Steuerkreuz oder so machen? Ich glaube, es war so, dass ich das irgendwie ganz spät irgendwann mal rausgefunden habe durch Zufall. Wie das geht. Aua. Was mache ich da? Zack. Bam. Bam. Oh. Bam. 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 Ach komm, du wisst, dass ihr mich mögt. Das waren dann alle. Ich sehe besser nach, ob noch jemand hier gefangen ist. Drücken wir, indem du Sprung gedrückt hältst und dann loslässt. Genau. Sehr schön. Aufladen. Whee! Du bist kein wahrer Held, solange du kein Leben gerettet hast. So bist du nur ein Typ in langer Unterwäsche, der Leute schlägt. Rette Zivilisten in Gefahr und sammle so ein paar Superheldenpunkte. Whee! Ich erinnere mich auch. Hier gab es einen lustigen Glitch. Kann ich das mal zeigen? Hier sind die Helden-Upgrades. Wie kann man sich so Sachen aufleveln? Halt so ein kleiner Skilltree, man kann sich auch im Endeffekt alles aufleveln. Weil es gab so einen Glitch, womit man irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das war, ich glaube, das war, als ich alle Fotos hatte. Immer dann hat man so eine Bonus-Dings gekriegt, also so alle Bilder, hey, du kriegst ein paar Bonuspunkte. Ein paar Erfahrungspunkte. Das Lustige war, wenn man das, dann das Spiel aus wieder angemacht hat. Also jetzt nicht direkt danach, sondern weil man will, hat man immer wieder diese Erfahrungspunkte gekriegt. Soll ich das Spiel einfach ganz oft aus an, dann habe ich mir alles aufgelevelt. Was im Endeffekt, glaube ich, auch ein bisschen für den, Prozentsatz verantwortlich war. Oh, ich spiele wieder letzte Feuerung hier. Hilfe! Whee! So. Spider-Man, Hilfe! Ich erinnere mich auch noch, dass das Spiel in der Hinsicht dumm war. Ja, da habt ihr es gerade schon gesehen, dass mitunter echt die Männer Frauenstimmen hatten und die Frauen Männerstimmen. Du hast mich gerettet, Spider-Man. Jetzt gerade nicht. Ich tue nur das, was jeder mit der proportionalen Kraft und Beweglichkeit einer Spinne tun würde. Ja. Ich würde damit Leute in der Badewanne erschrecken. Hui. Ich stehe in deiner Schuld, Spidey. Ist schon okay. Jetzt weg hier. Weil sie waren zu scheiße, um da selber hinzugehen. Auch gerade. Im Laufe der Zeit füllt sich deine Energieleiste wieder, wenn du keinen Schaden erleidest. Du kannst dich nur bis zum orangen Ausdauerlevel erholen. Finde deine Ausdauer, indem du Power-Ups findest. Okay. Verbrechensbekämpfung. Bam! Bam! Jetzt bin ich gerade gegen den Tisch gekommen. Bam! Bam! Deine Energie regeneriert bam! Sich bis bam! Bam! Aber wenn du getroffen aua! Bist, verringert sich deine bam! Ausdauer. Schnapp dir Power-Ups, um die Ausdauer zu verbessern. Soll ich noch einmal Ausdauer sagen? Ja, bitte. Na gut. Ausdauer... Das hat gepasst. Bam! 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 Aua! Bam! 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 So, ich hoffe auf jeden Fall auch, ihr findet ein bisschen Gefallen im Projekt, ja? Das Spiel ist nicht so dolle, ich weiß, aber ich habe gerade irgendwie Bock drauf. Ich weiß nicht warum. Und zack, Leben wieder voll. Und hoffe einfach mal, dass ihr vielleicht mit meinen Kommentaren und so da vielleicht auch ein bisschen Spaß dran habt, ja? Bitte.
Hallo? 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 Ah, jetzt. Schüttle die Wii-Fernbedienung und das Nunchuck schnell, um die Ketten zu sprengen. Schwitzt du schon? Ja. Wie das da... vielleicht ein bisschen. ...Dingern aussieht. Na. Motion Control, ey. Hör zu, diese Spinne haben unseren Chef da vorne an eine Bombe gefesselt. Ich kann dir Zugang zum nächsten Raum verschaffen. Beilung. Kein Problem. Dead. Bewegungen. Dead CGI Effects. Dead. Motion. Capture. Motion Capture. Nee, warte mal. Doch, Motion Capture Verfahren war das, wo man so Typen in so komische Anzüge gesteckt hat, um die Bewegung im Spiel zu nachzumachen, ne? Genau. Wow, noch mehr von euch? Ich brauche eine Pause. Komm und hol's dir, Spidey. Okay. Hilfe! Das Ding kann jeden Bam, bam. Ach komm. Bam. Hört's nicht, das ist das Tutorial Level. Weißt du noch, wie wir darüber geredet haben, wie toll doch ausweichen ist? Okay, ich wollte nur sicher gehen. Genau, wenn die weiße Adrenalinseite voll ist, kannst du einen vernichtenden Combo ausfinden, indem du Adrenalin drückst. Bevor du angreifst, wenn du deinen Gegner Schaden zufügst. Moment, wenn du deinen Gegner. Achso. Kommas und Punkte sehen fast gleich aus. Also, indem du Adrenalin drückst, bevor du angreifst. Wenn du deinen Gegner Schaden zufügst, wird sich das Adrenalin wieder auf. Du siehst eine weiße Aura auf dem Bildschirm, sobald du deinen Adrenalin einsetzen kannst. Genau. Hast du ein bisschen Boost, um die bösen Jungs zu verhauen? Netzkanonen. Adrenalin. Ach so, guck mal, das wird die sogar. Natürliche Extra. Bam! Okay. Adrenalin und greif dann an. Meinetwegen. Und ich hab früher nie gecheckt, wie das geht. Wahrscheinlich wird das irgendwo auch im Menü angezeigt. Kleiner Tipp. Die meisten New Yorker sehen nie nach oben. Nutze Stimmt! Bam! Und erledige dann diese Verbrecher. Ich erinnere mich. Hallo? Spring! Mann, du bekommst Bam. Hier ganz schön was verpasst, Kumpel. Du solltest vielleicht ab und zu mal ausweichen. Ja, deine Mutter, ey. Bam! 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 Aua! Bam! 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 Mann, ich muss nicht... So geht die Combo. Bam! 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 Aua! Bam! 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 Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier genau mit Sterben war. Aua. Ich will dir ja wirklich nicht vorschreiben, wie du deinen Job zu machen hast. Ja, ausweichen! Sicher, dass Ausweichen etwas ist, was Spider-Man können sollte. Bam! Weißt du noch, wie wir Bam. Darüber geredet haben, wie toll doch Ausweichen ist? Halt die Schnauze! Ich wollte nur sicher gehen. Für die Adrenalin. Ach, egal. Bam! 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 Aua. Oh! Ist ja gut, Mann! Mann, du bekommst hier ganz schön was verpasst, Kumpel. Du solltest vielleicht ab und zu mal ausmachen. Oh, deine Mutter! Das wird echt cool für die Touristen. Sie können sehen, wie ich dir das Licht auspuste. Aua! Und mische Aua! Wow. Angriffe, Kindchen. Das hassen diese Typen nämlich. Da wieder schütteln. Bitte schneiden Sie sich an. Es wird holprig. Danke, dass Sie mit Air Spidey fliegen. Ein weiterer Tag im Leben der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. In letzter Zeit läuft's recht gut. Ich habe eine Freundin und New York mag mich auch endlich. Nicht, dass ich keine Probleme hätte. Dieser neue Typ beim Daily Bugle zum Beispiel, Eddie Brock, der geht mir langsam echt auf die Nerven. Und Harry, mein bester Freund, redet nicht mit mir. Und als würde das nicht reichen, teilen neue Gangs die Stadt unter sich auf. Also nichts, womit ich nicht klarkomme. Oh. Eines ist komisch. Seit Doc Ock gab es keinen großen Superschurken in der Gegend. Aber ich habe ein schlechtes Gefühl. Als würde mir der Himmel auf den Kopf fallen. Oder so. Alter, wie schnell geht denn das? Das hat im Film aber länger gedauert. Laden. Ja, Spider-Man, Hintergrundwissen, guckt euch Spider-Man 1 und 2 an. Hintergrundwissen, ja, ich weiß natürlich, warum ihr alles so ist, wie es ist. Und das nächste Tutorial-Level. Hey, ich habe bemerkt, dass an dem Teil mehr als eine Angriffstaste dran ist. Vielleicht solltest du nicht immer dieselbe verwenden.
Scheiß Nase wieder. So, Schwierigkeit können wir auswählen. Helfer, Held, Superheld. Ich schätze mal, das ist einfach, mittel, schwer. Wir nehmen natürlich die gute Mittelvariante. Auch wenn mich erinnert, dass der Endboss voll kacke war. Naja, Spielfeichern machen wir noch nicht. Ich guck gerade mal, dann habe ich angefangen, ist es schon Zeit zu beenden? Ja, ziemlich genau haben wir jetzt die 20 Minuten voll. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, das war der erste Part von Spider-Man 3. Ich hoffe, ihr freut euch ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen auf das Projekt, ja? Ich weiß nicht, das Spiel war eigentlich gar nicht so schlecht. Es sieht zwar übelst scheiße aus. Habt ihr mir in der Zwischensequenz gesehen, Alter. Das sah aus wie bei Final Fantasy 7, was 11 Jahre älter ist. Oh gut, hab mich gerade so ein bisschen erinnert, die Zwischensequenz auch so mit aus der Scheibe fliegen. Na egal. Aber trotzdem war es eigentlich ganz lustig. Es hat so ein bisschen Spaß gemacht, hier rumzufliegen. Davon bekommt ihr aber letztendlich nicht so viel mit, weil ihr es nur guckt und nicht selber spielt. Wenn ihr euch das Spiel doch zulegt, bitte die PC-Version, die ist nämlich besser, glaube ich. Da ich damals eigentlich noch nicht so viel von PC-Spielen hielt, beziehungsweise immer so ein bisschen Konsolen-Typi war und dachte mir so, hey, Wii, Sammlung, cool. Hab mir die Wii-Version gekauft. Grafisch schlechter, bisschen andere Missionen und so. Hier kann man nicht schwimmen, man stirbt im Wasser. Ich glaube, in der PC-Version kommt man schwimmen, das war ganz komisch. Naja. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Spider-Man 3. Lizenzspiel mal wieder. Cool. Das wird das so finden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.